Bali-Urlaub oder Thailand-Reise? Welches Reiseziel ist das schönere und welches hat mehr zu bieten? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten und wir bekommen sie auch immer wieder gestellt. Und genau deshalb vergleichen wir in diesem Video wichtige Aspekte wie die schönsten Strände, Kultur, Essen, Landschaften und auch die Kosten miteinander. Und am Ende des Videos sagen wir euch auch, für wen Bali oder Thailand die richtige Wahl ist. Wir sind Clara und Jonathan und sind die letzten anderthalb Jahre durch Asien gebackpackt. Dabei waren wir sowohl 4 Monate in Thailand als auch in Bali und wir haben beide Destinationen auch als Urlaub mit meinen Eltern bereist. Ihr bekommt also nicht nur unsere Perspektive, sondern auch ihre und wir finden damit das perfekte Reiseziel für dich. Lass uns reinstarten. Wir fangen direkt mit der Landschaft und der Natur an. Das ist in so einem Südostasien-Urlaub auch wirklich ein wichtiger Faktor. Wir hatten damals so dieses Inselparadies, türkisblaues Wasser, weiße Strände, Palmenalleen, all das im Kopf und ganz klar müssen wir hier sagen, das gibt vor allem in Südthailand. Die Strände auf Koh Samui, Koh Phangan, teilweise auch auf Phuket oder Koh Lanta sind wirklich wie aus dem Bilderbuch und egal auf welche Insel man reist, man wird solche paradiesischen Strände finden. Ganz anders sieht das leider auf Bali aus. Hier gibt es nur im Süden der Insel wirklich schöne weiße Strände und der Rest der Insel, der hat Vulkanstrände. Das heißt, die sind eher grau, braun, schwarz teilweise sogar. Sieht mal besonders aus, aber es ist auf jeden Fall nicht das Inselparadies und der Traumstrand, den man erwartet. Um am Strand zu liegen und um dieses Inselparadies zu spüren, dafür muss man von Bali auf die benachbarten Inseln fahren, Nusa Lembongan oder die Gilis. Und dort bekommt man das dann auch. Natürlich gibt es aber an beiden Reisezielen noch viel, viel mehr zu entdecken. In Thailand zum Beispiel findest du beeindruckende Berglandschaften und grüne Reisfelder an vielen Orten, aber vor allem im Norden des Landes, wo du entweder hinfliegen kannst oder den Nachtzug nehmen kannst. Bali bietet eigentlich eine ähnliche Vielfalt, aber hier ist einfach alles kompakter auf einer einzelnen Insel. Und wenn ihr es drauf anlegen würdet, könntet ihr morgens im Süden Wellen springen, danach Mittagessen zwischen grünen Reisfeldern und nachmittags mit Blick auf einen der Vulkane Kaffee trinken. Der große Unterschied ist also, auf Bali kannst du alles auf relativ kleinem Raum erleben. Du kannst 3 Wochen lang bleiben und Strände, Dschungel, Reisfelder, Wasserfälle, Vulkane sehen, ohne dabei viel Zeit im Auto oder auf irgendwelchen Booten zu verbringen. Sowohl für Bali als auch für Thailand können wir dir wirklich ans Herz legen, verschiedene Regionen zu bereisen, um einen authentischen Einblick zu bekommen. Wir bleiben bei einer Rundreise dann so 3 bis 4 Nächte in jeder Region. Und da habt ihr wirklich für Bali als auch für Thailand unzählige Spots, die ihr angucken könnt. Wenn du keine Lust hast, stundenlang Blogs zu durchforsten oder weitere YouTube-Videos zu gucken, dann schau unbedingt mal bei unserem Thailand und unserem Bali-Guide vorbei. Da haben wir unsere Reiseerfahrungen in einem E-Book zusammengestellt und neben allen möglichen Tipps und Tricks für das Land gibt es auch Reiserouten und unsere Highlights in den einzelnen Destinationen zusammengefasst. Perfekt darauf abgestimmt bekommst du dann Zugriff auf unsere interaktive Karte zum jeweiligen Reiseziel und dort bekommst du all unsere Empfehlungen von Hotels, Restaurants, Strände, Viewpoints, Wasserfälle und noch viel, viel mehr. Und zu jedem dieser Orte bekommst du dann verschiedene Infos und auch Bilder, damit euer Urlaub dann nicht so aussieht, sondern eher so. Vor der Reise könnt ihr dann mit dem E-Book eure Reise planen und habt das super fix erledigt und stressfrei. Und wenn ihr dann am Ort ankommt, dann habt ihr die interaktive Karte auf eurem Handy, könnt damit alles erkunden und ihr müsst nicht mehr vor jedem Restaurantbesuch irgendwie Reviews checken, ob das ein guter Ort ist, ob ihr euch eine Lebensmittelvergiftung holt und so weiter. Und damit seid ihr super entspannt unterwegs und euer Urlaub wird zur Traumreise. Dankeschön. Kommen wir zur Kultur und den Menschen. In Thailand findet ihr eine tiefsitzende buddhistische Kultur mit unglaublich vielen spannenden Tempeln, die ihr besuchen könnt. Thailand ist das Land des Lächelns, aber ehrlicherweise können wir das gar nicht so unterschreiben. In den untouristischeren Regionen und Inseln, da hatten wir schon das Gefühl, dass die Thais extrem freundlich sind, aber gerade in den touristischen Regionen und auf den Inseln im Süden hatten wir oft das Gefühl, dass sie sehr distanziert und auch teilweise genervt von uns sind. Die Balinesen dagegen sind überwiegend Hinduisten und deswegen wird sie auch die Insel der Götter genannt. Wir persönlich finden, dass man auf Bali so eine besondere Energie spürt. Die Spiritualität ist super tief verankert und auch als Tourist spürt man das im Alltag an verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel den Opfergaben, die auf der Straße liegen, die Zeremonien, die teilweise in den Orten und in den Dörfern abgehalten werden oder zum Beispiel hat auch jedes balinesische Haus einen eigenen Tempel.
Die Menschen auf Bali sind super freundlich, hilfsbereit und haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Vielleicht abgesehen von den Taxifahrern am Flughafen. Aber zusammengefasst müssen wir einfach sagen, in beiden Reisezielen kann man eine unglaubliche Kultur auf eine total eigene Art und Weise erleben. Ich glaube, beim Essen müssen wir uns nicht lange darüber streiten, aber da gewinnt ganz eindeutig Thailand. Hier gibt es einfach eine der besten Küchen der Welt. Scharfes, rotes Thai Curry, Pad Thai, Mango Sticky Rice. Hier gibt es so viel Auswahl an besonderen und perfekt gewürzten Essen. Balis lokale Küche ist dagegen nicht so berühmt, auch wenn wir sie wirklich sehr, sehr lecker finden. Bali ist eher berühmt für diese Instagrammable Cafés. Und für wirklich schicke kulinarische Erlebnisse kann man schon fast sagen, die man in Europa sich einfach niemals leisten könnte. Wer also auf solche fancy Restaurants steht, für den ist Bali einfach das richtige Reiseziel. Wer allerdings einfach Lust hat auf extrem anders gewürzte und leckere Gerichte, der muss unbedingt nach Thailand. Bei den Unterkünften unterscheiden sich Bali und Thailand eigentlich nicht wirklich von den Kosten. Für ein einfaches Low-Budget-Privatzimmer mit eigenem Bad zahlt man so zwischen 10 und 25 Euro die Nacht. Und wenn man das Ganze dann luxuriöser möchte, dann hat man auch für 100 Euro zum Beispiel einen ungefähr gleichen Standard. Und auch für 200 Euro bekommt man luxuriöse Villen in sowohl Thailand als auch Bali. Wir würden nur sagen, gerade was so das Thema Ausgefallenheit angeht, da hat Bali schon die Nase vorn. Egal in welches der beiden Ziele ihr reist, vor Ort gibt es unglaublich viele Aktivitäten und Touren, die ihr machen könnt. Grundsätzlich ähneln die sich eigentlich schon von Kochkursen über Reisfeldtracking, Wanderungen zu Wasserfällen oder auf Bergen und natürlich auch Schnorcheln und Tauchen. Aber gerade fürs Schnorcheln und Tauchen müssen wir sagen, da gewinnt Thailand ganz eindeutig. Dort könnt ihr auf jeder Insel richtig, richtig schöne Unterwasserwelt entdecken. Auf Bali ist das eher schwierig. Das geht zwar im Norden, in Ahmed zum Beispiel, da kann man das beides gut machen. Aber wenn ihr wirklich viel Schnorcheln und Tauchen wollt, dann müsstet ihr dafür auf eine der Inseln vor der Küste von Bali reisen, also auf die Nusa-Inseln oder auf die Gili-Inseln. Dafür gehört Bali aber andererseits zu einem der Top-Surfspots der Welt. Ein Riesenvorteil in Thailand ist auf jeden Fall die Megametropole Bangkok. Die bietet einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, viele Nachtmärkte, viel Streetfood, viel Asien auf einen Fleck, viele Malls und unheimlich viele spannende Eindrücke, die man einfach auf einem Thailand-Urlaub noch miterleben kann. Und beim Thema Massagen auch ganz klar Thailand. Nichts kann mit einer Stunde Thai-Massage für 6 Euro mithalten. Ein wichtiger Punkt bei so einem Urlaub ist natürlich immer das Budget bzw. die Kosten. Und wir müssen sagen, beide Destinationen sind unglaublich günstig. Wir haben unsere Tagesdurchschnitte mal ausgerechnet für die Reisen. Und in Bali bzw. Indonesien haben wir 24,50 Euro am Tag ausgegeben pro Person. Und in Thailand 26 Euro. Das nimmt sich wirklich nicht viel und wir haben an beiden Orten gut gelebt. Aber wir würden dazu sagen, das Risiko, mehr Geld auszugeben, ist in Bali größer, denn dort habt ihr einfach so viele westliche Cafés und Restaurants, wo ihr dann mal schnell 10 oder 20 Euro pro Person ausgebt. Und in Thailand könnt ihr einfach jeden Tag Thai-Essen essen für wenige Euro und das wird auch dort nicht langweilig mit der lokalen Küche. Bevor wir jetzt zur Frage kommen, für wen welches Reiseziel geeignet ist, wollen wir noch ein paar Besonderheiten nennen für jede Destination, die wir jetzt noch nirgends gesagt haben. Bali hat wirklich ein riesengroßes Verkehrsproblem. Gerade im Süden und im Zentrum ist es einfach unheimlich voll und man kommt wirklich nur mit einem Roller wirklich flüssig durch und selbst das ist teilweise schon schwierig. Dazu kommt, dass Bali auch ein sehr junges Reiseziel ist. Meine Eltern mit ein bisschen über 50 haben sich eigentlich immer unwohl gefühlt, weil sie immer oder meistens die Jüngsten waren, egal in welchem Café oder welchem Restaurant wir saßen. Das ist in Thailand gar nicht der Fall. Hier ist wirklich jedes Alter an Reisenden vertreten. Etwas, was man in Thailand dafür aber an vielen Stellen spürt, ist so dieser Massen- und Resort-Tourismus. Denn nur weil man nach Thailand fliegt, heißt das noch lange nicht, dass man irgendwie wirklich paradiesische Strände ganz für sich alleine hat. Dort sind viele Touristen, dort sind viele Leute und wenn ihr einsame Strände wollt, ist gar nicht so einfach. Da muss man schon wirklich wissen, wo man sucht, um die zu finden. Aber dafür sind die Strände einfach so unfassbar schön mit perfektem Sandstrand und türkisfarbenem Wasser. Und auch meine Eltern sehen das genauso. Sie waren wirklich 100% von Thailand überzeugt. Und das, obwohl wir in Bali verschiedene Regionen angeguckt haben. Wir waren in touristischen Regionen und in untouristischen Regionen. Und wir waren auch auf der benachbarten Insel Nusa Lembongan, wo wir auch nochmal so dieses Strand- und Inselfeeling
führen wollten. Kommen wir also zur spannenden Frage, für wen ist welches Reiseziel geeignet? Bali ist perfekt, wenn ihr auf relativ kleinem Raum viel erleben wollt. Hier könnt ihr ohne stundenlange Autofahrten innerhalb von nur 2 Wochen das ganze Programm von Stränden, Kultur, Regenwälder, Reisterrassen und Vulkane entdecken. Die gleiche Abwechslung bekommt ihr aber auch beim Lifestyle, denn im Süden habt ihr so diesen krassen westlichen Komfort, die ganzen Annehmlichkeiten und die Restaurants, die Poolvillen und so weiter. Aber dann nur 2 Stunden weiter nördlich habt ihr super authentisch balinesische Kultur. Alles ist noch sehr dörflich, weniger entwickelt und hier sind viel weniger Touristen unterwegs. Aber wenn ihr dann doch noch Insel-Vibes wollt, dann habt ihr die schönsten Inseln innerhalb von 30 oder 60 Minuten mit dem Speedboot erreicht. Ihr bekommt also alles auf relativ kleinem Raum. Wenn ihr noch mehr Lust auf Abenteuer habt oder euch längere Bus- und Fährfahrten nicht scheuen und ihr generell mehr Fokus auf Strand legen wollt oder schnorcheln, dann ist Thailand vielleicht die bessere Wahl für euch. Aber wir müssen ganz klar dazu sagen, wenn ihr wirklich die Abwechslung wollt mit Stränden, mit Stadt und auch mit Bergen im Norden, dann solltet ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringen, also mindestens 3 Wochen. Denn wie gesagt, dann sitzt ihr halt auch mal 10 Stunden irgendwo im Nachtbus, um in die nächste Region zu kommen. Mit Thailand kann man eigentlich nie was falsch machen. Und wenn du so klassischen Paradiesurlaub machen möchtest, dann ist Thailand definitiv die bessere Wahl für dich. Was denkt ihr, welches Reiseziel würdet ihr wählen? Seid ihr Team Bali oder Team Thailand? Schreibt es in die Kommentare. Falls es nach Bali geht, ist hier unser Bali-Reiseguide und hier ist ein Inselvergleich für Thailand. Schaut da rein, liked das Video und wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, ciao!